transdimensional. Dieser Ort passt wirklich zu Artie. Ja, und auch zu mir. Zu Artie, das ist doch auch der Typ, also heißt der eine Typ da bei Warehouse 13 nicht Artie? Ist da etwa die Tür eingeritzt? Okay, versuchen wir sie zu öffnen. Machen wir das? Okay. Fundament. Keine Zeit für Sightseeing. Was? Ist das ein Notfall? Ja. Sondern ich habe noch dicke Wumme auf, ne? Oder? Jo, hatte ich eben noch auf. Okay. Oh oh, Stalaktiten. Können wir gebrauchen. Damit machen wir Strom, ist schon mal klar. Nur wo? Ah, da. Da mal. So. Fällt dir da jetzt so ein Ding runter? Research Site. Ist ganz schon länger niemand mehr gewesen. Ja, das, woher, weißt du das? Alter. Blutroter Sand. Erstmal einen auf. Ne? Man weiß es ja nicht, oder? Ne? Richtig austoben. Ja, ich mich auch. Wie mache ich eigentlich diesen Bums jetzt hier unten? Hm, keine Ahnung. Muss ich demnächst nochmal überprüfen. Ist hier diesen Schwebebums? Kaputt, ne? Kleine Mistkerl hier. Das ist einfach eingeklemmt. Ich frage mich, wofür was braucht. Ah, guck mal. Kommen wir da her? Oder? Das Fundament. Untergrund des ältesten Hauses. Zischenaufhalt. Oh, schau. Wie kommt sie in die Hotline? Außer, sie ist tot. Hm. Gott, sie wirkt auf mich wie eine Frau, die alles überleben kann. Ja, es gibt so einen Schwebebums. Ich kann jetzt hier so irgendwie direkt, weißt du, wenn ich am Schweben bin, dann kann ich den und den kann ich auch so, also da, wo dieser Kreis ist irgendwie, kommt die dann runter und macht Bums. Aber ich weiß noch nicht wie. Ich könnte mal in die Steuerung gucken, ne? Lass mal eben reinschauen hier. Optionen, Steuerung. Bäm, 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 bäm. Springen, schweben. Schießen, zielen, Psi-Schlag. Ist das Y? Okay. Das wäre doch eigentlich auch das Y, ne? Ducken, Schmetterschlag. Ei. Ei. Wop. Okay, danach haben wir erstmal kein Power mehr. Aber wer braucht schon Powder? Power. Wer braucht schon Puder? Mein Bruder. Oh. Wow, die auch noch. Mag ich gar nicht. Weil die haben so einen Effekt. Ne? Oh, hier ist was. Was? Beschleunigung von Übernehmen. Ja, Stufe 3, persönliche Modifikation. Die sind voll bei mir im Moment und da bin ich auch recht froh drüber. Naja, auf der anderen Seite sollten wir da vielleicht mal ein paar loswerden.
Können wir die irgendwie ablegen? Ja, zerlegen können wir die für die Splitter. Vierer möchte ich nicht unbedingt zerlegen, aber es sieht so aus, als blieb mir da nichts anderes über. Okay, dann müssen wir von Fall zu Fall entscheiden. Also Fünfer und Vierer, die werde ich jetzt nicht zerlegen. Nein. Da haben wir ein blaues Ding, das ist uninteressant. Und den hier drüben. Ja, bam. Bam, bam. Mutierendes Bruchstück haben wir bekommen, okay? Bam, bam. Haben wir die Waffenmodifikation aufgehoben. Ja, sollte ich mal versuchen, darauf zu achten, ne? Dass wir da nicht irgendwie was übergehen, was wir... Mag das nicht, wenn wir hier nichts sehen, wisst ihr? Kennt das? Da schweben sie wieder. Hallo, Freunde. Tag. Ich bin die Jesse. Ich bin häufiger jetzt hier so. Guten Abend, Mary Bo. Grüß dich. Boah, ich kann keinen übernehmen. Boah, mit dem Raketenwerfer dünst der hier an. Was ist denn mit ihm kaputt? Ah, man sich gegenseitig platt. Oh, Drecksack. So. Ich könnte ein paar Pünktchen gebrauchen, oder? Hier mal interagieren. Super cool. Erkunde das Fundament, Knotenpunkt. Da drüben ist eine rote Tür. Die Dinger kriegen wir hier noch nicht auf. Na. Das mag ich jetzt aber so nicht. Irgendwie, egal. Haben wir hier nicht kartografierten Bereich oder... Okay. Das kann ja noch heiter werden. Oh nein. Okay. Das kann noch heiter werden. What? Okay. Ausgrabungsfeld. Das ist keiner. Ups. Kaputt. Forschungsaufzeichnung Höhlen mal der Reihen. Okay. Die Büros scheinen wohl oben über zu hängen. Das ist vernünftig. Jungens, das geht jetzt aber so nicht, ne? Hätte ich mit dem Psi-Schlag erledigen können. Ich muss mal hier eben weg. So. Können wir da drüber reden, Jungs? Anscheinend nicht, okay. Wow, Alter. Wo kommst du her? Sishi. Nix. Ah, schade. Alter. Okay. Läuft. Lalalalalala. Ist nicht so ruhig wie eben, wa? Ein paar Punkte könnten wir eigentlich noch einsammeln. Aber da ist nichts mehr zum Sammeln. Chat bei mir auch kaputt. Beantwortet das die Frage? Nee, kann sein. Also ab und an spinnt der so oder so. Und gerade in solchen Zeiten, ne? Kann aber sein, Mary Bo. Keine Ahnung. Das müsst ihr mir sagen, weil ich lese jetzt gerade mal von dir die letzte Nachricht. Crossroads, okay. Quasi Entscheidungen.
Dieser Tomasi, dieser komische Hardcore-Typ, der war auch so ein Zischer wie gerade eben die. Die waren, boah, das war hart. Und dann hat er da so ein komisches... Dann hat er da so ein komisches Vieh beschworen irgendwie. Was hat mir denn immer den Gar ausgemacht? Wo gab es denn hier unten vielleicht irgendwas Interessantes? Ja, warte mal. Test, test, test. Babam, bam. Babam, bam, bam. Okay. Boah. Nein. Warum bist du denn nach unten abgedingst? Das darf nicht sein. Haben wir eine andere Chance? Ich glaube nicht. Oh, die geht nach unten. Warum? Warum tust du das? Okay, wenn wir hier jetzt erstmal nicht hinkommen. Also ich komme nicht drauf, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht am Rand langlaufen? Wir werden sehen. Lass mal eben schauen. Da drüben wäre eine Sackgasse, sagt die Karte. Rechts rum kämen wir in den Raum. Wo ist denn rechts rum? Da unten. Aua. Ja, ne? Das könnte gut sein, wenn wir dann da zurückkommen, dass wir dann da lang kommen, weil mir schien auch, dass das gegenüberliegende Stück etwas höher liegt. Oh, vor allem im Dings. Was soll ich, sollte eigentlich hier hin? Ja, okay. Weg ist weg. Ich werde da jetzt nicht nachschlagen, ihr Lieben. Aha. Munitionszurückgewinnung durch Schleudern. Ja, schön. Welche Wummer haben wir? Die Schnellfeuerwaffe. Die Astralebene schiebt sich in unsere Dimension. Was, wenn das oben auch passiert? Das würde die Behörde zerstören. Das ist aber heftig. Sind wir im Fundamentknotenpunkt? Wer steht da drüben? Tut mir leid, Freunde, ich muss einen Schluck trinken. Ich muss mal gucken, was es hier gibt. Also da drüben ist auf jeden Fall schon mal ein Gegner von uns, der jetzt nicht unsere Bewegung nachahmt. Das ist nicht Echo. Könnte sein, dass uns das rote Zeug irgendwie Probleme macht. Höhlenriss, okay. Nein, 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 das mache ich jedes Mal. B drücken, ne? Jedes Mal. Entschuldigung. Jedes Mal. Okay, das Rote tut uns nichts. Oh, was haben wir denn da? Pünktchen. Und du? Wo bist denn du? Ah, da oben. Boah, Alter. Wer war das? Das war hart. So, jetzt darf ich nochmal einen Schluck trinken, ne? Geil. Ich fühle mich direkt wieder mittendrin.
nein. Lass mal gucken. Wir könnten da noch nicht mal hin irgendwie. Wir könnten aber einen Umweg nehmen. Ich meine, Abkürzung. Wir probieren das mal, da vorne durchzukommen. Da drüben. Bin ich jetzt richtig? Weil da waren wir doch eben schon, oder? Nee. Okay. Angeblich ist hier links neben uns. Oh. Also das ist so ein Ziel von den... Da oben. Okay, verstehe. Aber hier sind wir doch eben schon mal lang. Ja gut, hier sind wir im Höhlensystem. Wir sind da drüben noch nicht in diese Kammer gekommen. Weil da wären wir auch so nicht hingelangt. Wir werden mal schauen. Was war das für eine Toilettenspülung? Denn der Weg führt uns ja dann immer weiter nach oben, ne? Ja. Und wir sind hier drüben hin und haben gesagt, okay, das wird nichts. Das ist ein Satz mit X. Gut. Der Höhlenrest, da sind wir nicht durchgekommen, nicht wahr? Warte mal, ups. Hier ist die Sackgasse. Ah, so, alles klar. Alles klar. Der erwischt mich dann. Okay. Ich muss aber so weit laufen. Das ist unfair. Ich will nicht so weit laufen. Ich habe eben noch davon gesprochen, dass das Spiel so fair ist, ne? Naja, okay. Nicht unbedingt so ganz so fair. So. Kommen wir da nicht schneller hin? Ja, durch die Tür würden wir da bestimmt schneller hinkommen, ne? Die ja aber von der anderen Seite geöffnet wird, ne? Da scheint irgendwie der Öffner zu sein. Und ich scheitere ja schon bei den ersten Hürden. Weil mit der Granatwerfer ist ganz gut. Der Stich wäre vielleicht für den auch ganz interessant, aber ich kann mit dem Stich nicht umgehen. Ich habe nie die Geduld, bis die Waffe aufgeladen ist, wisst ihr? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Diesen Einzelschuss, der ganz schön Kabums hat. Bum, 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 bum. Wir hätten den Griff. Der knallt ganz schön rein. Oder den Schmetter, aber der ist mehr... Naja... auf kurze Distanz. Und mit dem Lader knarzen wir den halt ein paar Hardcore-Dinger rein. Hier ist auch zu, ne? Mhm.
Ja, 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 das wird interessant. Du. So, was habe ich? Den mit Manstomp-Wirkung, okay. Ich hätte den übernehmen können. Mist. Das hat weh getan. Das tut noch mehr weh. Da bin ich aber jetzt völlig von gutem Glauben abgekommen. Irgendwie so voll um die Ecke gelaufen mit der Nase voll gegen den Pfosten. Ich muss so lange laufen. Okay, geht das wieder los. Wir müssen so lange laufen. Dann müsste ich mal probieren, da irgendwie so einen Checkpoint zu aktivieren, ne? Aber der nächste ist bestimmt erst freigeschaltet durch den Kampf, der da folgt, ne? Oder? Mal gucken, wir kommen immer da hin, bla bla, Höhlenriss, ja. Da vorne links. Wenn wir uns dem Kampf einfach entziehen würden, wenn keine Energiebarrieren da sind, dürfte das sogar hinhauen. Dann kommen wir hier eventuell zu einem näheren Speicherpunkt. Müssen wir mal schauen. So oder so ähnlich habe ich das denn auch gemacht mit dem infizierten Dingens, den ich hier noch offen hatte. Der hat mir wirklich eine Aufgabe gestellt, aber hat geklappt. Nach, wie gesagt, ungefähr 2 Stunden immensem Spielspaßes. Mir war gar nicht so üblich, man, sonst hätte ich ja nicht 2 Stunden, sonst hätte ich mir das nicht angetan. Ne? Habe ich es denn auch hinbekommen. Das war echt nett. Ist natürlich für euch übel. So, lass mal schauen. Wir sind jetzt hier am Höhlenriss und da hinten links wäre eine Möglichkeit zu den 3 Fragezeichen zu kommen. Na? Habt ihr gesehen? Ich habe schon wieder B gedrückt. Wo ist denn da hinten links? Wo ist denn das? Wo wäre das denn hier? Aha. Würde der sich da manifestieren? Glaube ich nicht. Wo sollen wir denn da hin? Nee, der wird sich nicht in dieser Räumlichkeit hier manifestieren. Das dicke Ding da. Habe ich den Granatwerfer noch? Ja. Gut. Die Manstop-Wirkung war für ein Purpose, würde ich mal sagen. Der Griff hat Einzelschuss. Na, ist semi-automatisch, sagen wir es mal so. Wir nehmen den Dreh. Das. Es macht keinen Sinn, da direkt offensiv hier irgendwie voll den Action zu burnen. Deswegen werden wir das jetzt mal locker angehen. Den kriegen wir ja sogar. Dann kommt jetzt bestimmt auch der Boss. Macht da seine Show. Bis da hinten reicht unsere Kraft nicht, aber bis da. Nee, der Boss ist noch nicht da, alles klar. Kann ich dich übernehmen? Nee. Adios, amigo. Sobald ich jetzt darüber gehe, dann haben wir Spaß mit dem Boss, ne? Was ja jetzt nicht mehr so schlimm ist. Wir haben hier den Granatwerfer. Den würden wir auch nutzen, wa? Denke ich mal. Ach, kommt der Boss nur, wenn ich zu forsch vorgehe, oder was? Krass. Kommen wir so nicht hin. Nee. Wir werden erst da drüben hin müssen.
Nur das über die Ecke da, denke ich. Aber wir werden das mal probieren können. Wir schaffen das von hier. Ich wünschte, Emily wäre hier. Ich könnte jetzt meine Forschungsleiterin echt gebrauchen. Okay, hier war irgendwas. Ist wahrscheinlich Speicherpunkt. Wo sind wir? Wir sind hier hinten. Okay. Auch wieder so ein Ding hier. Wow. Halt! Ich bin's, Jesse! Hä? Wieso? Was? Direktorin! Was? Oh. Ist mir manchmal ein bisschen zu viel Gegenlicht hier, ne? Das ist... Oh, oh. Knotenpunkt. Das ist ja riesig. Marshall? Sie mich? Sie war in der Hotline, also kann das nicht Marshall gewesen sein, oder? Ein Problem nach dem anderen. Erstmal sehen, was mit dieser Säule los ist. Ein vor dem anderen. Untersuch den Nagel. Was? Oh, da war gerade rotes Leuchten. Das heißt, hier sind gleich wieder irgendwelche Zischer. Das wird wohl der Nagel sein, oder was? Oder wie? Ah ja, da vorne, okay. Heiliger. What? Wollen wir mal. Nageltür, Monolith verletzt. Betreten, berühren, anbeten. Ne, anbeten jetzt nicht unbedingt, aber mal so berühren ist in Ordnung so. Aber trinken, nachgießen. Repariere den Nagel, die Verbindung und verhindere die Kollision des Verschlingen. Das ist die Pflicht. Die Geschichte der Direktorin. Autorisierung für ein neues Werkzeug. Rette damit das Fundament. Uns, die Behörde. Das alles mit dem Inkal. So, warte mal. Bäm, 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 bäm. Ach, wir können uns... Nur eines auswählen? Ich dachte, diese Tests wären vorbei. Ja, aber ich meine, hallo, woher sollen wir denn wissen, was ist? Erforschen die Astralebene. Ach, das ist eine Herausforderung. Wähle die Herausforderung. What? Da ist eine Hand. Dann kann ich jetzt diese Dinger da endlich beeinflussen. Ich verstehe. Könnte ich mir... Achso, und damit kann ich sie kaputt machen. Nee, 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 nee. Ich will wenn, dann mach und krach und kaputt und so. Ah, ist ja cool. Mal nichts zum Lesen, sondern zum Zugucken hier. Krass, krass, krass. Okay. Was? Ich habe immer noch das Ding hier, okay. Ah. Thank you.
verzerbricht das einfach. Das ist unfair. Nur weil ich so lange gebraucht habe. Nein. Also, Zacken wachsen lassen. Bam. Bam, bam. Die Zacken wachsen. Bam, bam. Die Zacken wachsen. Bam, bam. Ich lass die Zacken wachsen. Ah, baby, shoot me. Down. Darüber, ja? Nein? So? Ey, die wollen einen echt Kirre machen hier, wa? Okay. Hat keiner gesehen. Wo sind wir? Ah, immer noch an der gleichen Stelle. Das ist sehr fair. Jetzt? Wisse? Miau. Dann muss man das bestimmt kombiniert machen. Irgendwie so, so und zack. Jetzt erst die Dinge hier rausholen, da mal hier rüber wuschen. Verstehst du? Komm, wir fallen jetzt erst nochmal. Hui. So, pass auf. Weißt du, so, dann. Nein, so. Dann hier rüber wuschen, dann hier runter, dann kann man hier mal kurz durchatmen, dann hoch, zack und wusch. Hey, kommst du da raus? Ja. Alter. So, und jetzt, weiß ich nicht, vielleicht hier hin? Jo, okay. Alter, was ist das? Ah ja, Ausgang. Können wir hier nur irgendwo was abgrasen? Mitnehmen? Nö. Okay. Okay, Schäfchen, schlaf gut. Das ist nicht zu entschuldigen. So, das Fundament. Die kaputte Säule heißt der Nagel. Der Nagel. Er wurde zerstört von etwas und jetzt strömt die Astralebene in das Fundament, was das älteste Haus, die Behörde und alle darin zerstören wird. Ich muss 4 Schlösser oder Schlüssel oder so finden, um das zu verhindern. Ja. Ich bin die Direktorin. Ich habe Schlimmeres geschafft. Fast. Einfach. Bist du dabei? Jo, bin dabei. Ach so, das ging gar nicht an uns. Das ging an unsere Entität, die uns ja schon seit Anfang des Spiels begleitet irgendwie. Ja, und nu, Freunde, meine Herren. So, lass mal schauen. Lagerhausfahrt erreicht das Basislager. Ja, das ist echt krass mit unserer neuen Fähigkeit. Ja, ich muss auch ehrlich eingestehen, also ich bin auch gar nicht so auf dem Damm, Freunde. Ich mache jetzt mal hier Mini-Päuschen mit euch.